dann durchaus sein, dass die Impfungen ohne jeden Lockdown, also wenn wir wieder ganz normal miteinander zusammenleben, dass die Impfungen dann nicht so stark wirken, weil man dann sehr viel stärker exponiert wird. Und wenn dann tatsächlich die Impfwirkung sinkt in dieser Größenordnung, dann hätten wir auch im Herbst ein Problem.